Frohes neues Jahr. Ich freue mich, Sie auch in 2021 zu unserer Vorlesung zur Einführung in die pädagogische Psychologie begrüßen zu können. Wir haben heute richtig viel vor. Von daher starten wir auch direkt mit unserer Vorlesung. Und zwar auch als kleiner Rückblick von vor den Ferien, wo wir uns unsere verschiedenen Testverfahren und den Prozesskreislauf angeschaut haben. Ein kurzer Überblick über die Quiz-Ergebnisse. Zum einen Diagnostik, was ist das, warum braucht man das und was wird beschrieben? Es wird vor allem Informationen über Personen gesammelt, um damit deren Verhaltensweisen zu erklären. Dann ist es falsch, dass dies nur auf subjektiven Einschätzungen eines Beurteils oder eines Betrachters fußt, sondern wir wollen insbesondere mit Hilfe von Messverfahren möglichst viel Objektivität auch erzeugen. Und wir werden uns auch verschiedene Kenngrößen heute anschauen, mit denen man im Messverfahren die Gütekriterien, werden diese auch genannt, auch noch ein wenig besser betrachten kann. Dann unser Prozesskreislauf. Wir haben uns viele, viele Schritte davon schon angeschaut. Die Ermittlung diagnostischer Informationen stellt einen Teil von diesem Prozessablauf dar. Dann haben wir uns auch angeschaut, Operationalisierung von Konstrukten, insbesondere von Konstrukten, die man nicht direkt beobachten kann, wie wir dies besser operationalisieren, sodass dann auch soziale Phänomene und so weiter auch betrachtet werden können. Also das war Teil 1 zur Diagnostik und viele Begriffe von denen, die wir in der letzten Vorlesungssitzung erwähnt haben, werden Ihnen auch schon bekannt vorgekommen sein, wenn Sie auch die parallele Vorlesung zur Diagnostik auch belegen. Und wir werden uns heute auch den Prozesskreislauf noch weiter vervollständigt ansehen. Jedoch bevor wir inhaltlich weitermachen, würde ich Sie alle jetzt bitten, circa 15 Minuten Zeit sich zu nehmen, um in Breakout Rooms die Vorlesung auch zu evaluieren. Im Vergleich zu den vielen Evaluationen, die wir quasi immer nach jeder Vorlesung haben, also diese Evaluationen nach der Vorlesung sind vorlesungsintern und dienen insbesondere halt dazu, dass wir halt gemeinsam unsere Vorlesung möglichst lernwirksam für uns alle machen. Die Ergebnisse jetzt von dieser offiziellen Evaluation sind halt dafür da, um der Fakultät, um dem Dekan und anderen weiteren Personen eine Rückmeldung über die Lehre zu geben. Dafür habe ich mir überlegt, werde ich Sie auch in Breakout Rooms senden, weil wenn Sie weniger als 15 Minuten brauchen, können Sie sich halt auch noch austauschen, wie was Sie so in den Winterferien gemacht haben, was Sie ansonsten auch noch so alles planen und auch, dass Sie sich auch untereinander auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Aber ich will auch insbesondere halt die Zeit halt auch wirklich Ihnen geben, dass Sie die Evaluation auch wirklich ausfüllen können. Wenn Sie das YouTube-Video schauen, können Sie auch da logischerweise dann einfach die Zeit vorspringen. Ich packe den Link zur Evaluation in das Chatfenster bei Zoom, beziehungsweise über Gradecraft und Ilias werde ich Ihnen dies auch noch einmal per E-Mail zusenden. Also von daher, in 15 Minuten sehen wir uns wieder. Ich schicke kurz den Link und öffne die Breakout Rooms. Logischerweise, wenn Sie irgendwie Fragen haben, ich werde quasi in der Hauptsitzung
Sitzung auch noch drin bleiben. Das heißt, sie können auch in die Hauptsitzung dann zurückwechseln und können ebenfalls auch Fragen stellen, die ich ihnen dann auch beantworten werde. Okay. Breakout Rooms werden erstellt. Und ich wünsche Ihnen fröhliches Evaluieren. Viel Spaß.
Okay, also ich glaube, das war die längste Breakout-Phase, die wir bislang in unserer Veranstaltung gehabt haben und auch wahrscheinlich gehabt haben werden. Was mich allerdings auch sehr freut, ist, ich sehe ja immer quasi, wenn Leute aus Breakout Rooms wieder heraus springen und sie haben anscheinend auch wirklich richtig viel zu auszutauschen gehabt, da sich kaum Leute in die Hauptsession auch wieder zurückbewegt haben. Von daher, ich wäre auch eigentlich super gerne immer bei einigen von diesen Diskussionen auch mit dabei, weil ich glaube, es ist wirklich spannend, was sie alles auch bereden. Okay, also unser inhaltlicher Plan für heute, apropos die Evaluationsergebnisse, werden wir ihn natürlich auch zurückspiegeln, sobald wir halt die haben. Ich glaube, die Evaluation bleibt so eine Woche, wenn ich mich richtig erinnere, geöffnet. Das heißt, Sie können auch Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen, die die Veranstaltung belegen, Bescheid geben, in Ihre WhatsApp-Gruppe den Evaluationslink reinschicken, dass wir auch eine möglichst hohe Anzahl von Leuten bekommen, die auch die Veranstaltung evaluieren. Logischerweise alles freiwillig, komplett anonym, werden Sie auch schon gesehen haben. Genau, aber zurück zur Vorlesung. Was wir uns vor allem anschauen wollen, ist den Prozesskreislauf der Diagnostik uns vervollständigen und auch dabei so auf die deskriptive Statistik und Inferenzstatistik anschauen und auch uns verschiedene Anforderungen betrachten, mit denen wir die Qualität von solchen Messverfahren auch beurteilen können. Was wir in der letzten Vorlesung betrachtet haben, war es, dass der Prozesskreislauf damit startet, dass man sich das Entscheidungsproblem überlegt. Was ist die Fragestellung, was ist der Themenbereich? Dass man sich dann überlegt zur grundlegenden Fragestellung und den Hypothesen, okay, welche Konstrukte wollen wir möglicherweise operationalisieren, damit wir unsere Fragen auch beantworten können. Nachdem wir die Konstrukte ausgewählt haben, mussten wir uns verschiedene Messinstrumente betrachten, mit denen wir dann die Konstrukte genauer erfassen können und dann mit Hilfe von einer Studie mit Hilfe von einem Studiendesign. Wir haben uns verschiedene Studiendesigns angeschaut, Fragebögen, Clickstream, Daten, Interviews. Müssen wir Informationen oder auch Daten generieren? Und jetzt sind wir quasi an einer spannenden Stufe und ist es übrigens komplett normal, dass so der Prozess Ablauf auch wirklich für manche Studien wirklich Jahre in Anspruch nimmt, bis man durch die einzelnen Schritte auch wirklich hindurch gelaufen ist. Und wenn Sie quasi schon durch all diese Schritte gelaufen sind, kommt jetzt so fast mit der spannendste Schritt, und zwar die Datenanalyse. So dass Sie quasi ein Analyseverfahren verwenden, um dann sich anschauen zu können, okay, stimmen die Daten und die Sachen, die Sie erhoben haben, mit Ihren Anfangshypothesen auch überein. Dabei wird vor allem von zwei verschiedenen Analyseformen unterschieden. Und zum einen ist das deskriptive Statistik, das ist auch beschreibende Statistik, wo Sie die Stichprobe, die Sie gezogen haben, also quasi Ihre Daten, die Sie generiert haben, die Sie im Idealfall zufällig von einer Grundgesamtheit gezogen haben, dass Sie diese Daten, die Sie erhoben haben, weitergehend beschreiben. Und im Idealfall wollen Sie danach in einem zweiten Schritt Inferenzstatistik machen. Denn die Daten, die Sie erhoben haben, beispielsweise wenn Sie daran interessiert sind, was ist die Qualität von Lehrerfortbildungen in Baden-Württemberg? Und Sie haben glücklicherweise die Verbindungen zum ZSL, zum Zentrum für Schulqualität in Baden-Württemberg, welches die
die gesamten Lehrerfortbildungen anbietet und sie schicken einen Fragebogen an sämtliche Lehrkräfte im ganzen Land, wo sie beispielsweise fragen, okay, hey, was für Veranstaltungen belegen Sie, wieso machen Sie das und noch viele andere Konstrukte, die sie sich schon vorher überlegt haben. Ihr Fragebogen, selbst wenn er noch so toll ist, werden nicht alle Lehrkräfte ausfüllen. Das heißt, sie kriegen nur eine gewisse Anzahl, eine gewisse Stichproben, eine gewisse Stichprobe. Und um von dieser Stichprobe dann sich anschauen zu können, sind die Ergebnisse, ist das, was Sie finden, dann, was für Rückschlüsse kann man darauf wahrscheinlich dann ziehen, auf die Grundgesamtheit, auf die gesamte Population von Lehrkräften. Für so etwas würden Sie dann Inferenzstatistik auch verwenden. Es gibt dafür richtig viele Verfahren. Sie können im Verlauf Ihres Studiums sehr viele methodische Seminare belegen, um auch wirklich eine Vielzahl an Analyseverfahren auch zu erlernen. Im Idealfall, und das sehen Sie auch da in der Grafik, eine zufällige Auswahl von den Personen aus der Grundgesamtheit ist dabei immer vorteilhafter, weil Sie können sich natürlich vorstellen, dass wenn Sie, und das schauen wir uns auch noch gleich mehr an, dass wenn Sie wenn Sie Lehrkräfte beispielsweise auswählen, die eine 40-minütige Umfrage über ihr Fortbildungsverhalten beispielsweise auszufüllen haben, die Lehrkräfte, die an dieser Umfrage teilnehmen, werden nicht zufällig sein, weil das sind höchstwahrscheinlich Lehrkräfte, die auch generell schon wesentlich motivierter sind als andere Lehrkräfte. Oder sind in jedem Fall, und auch noch, man kann da auch noch vielerlei weitere Dinge sich betrachten, sodass die Auswahl oftmals nicht zufällig ist, selbst wenn man es beispielsweise will. Okay, deskriptive Statistik, was sind da einige von den wichtigen Größen? Ist es vor allem wichtig in der deskriptiven Statistik, dass wir unsere Stichprobe, die wir erhoben haben, genauer beschreiben wollen? Also wer sind die Personen in der Stichprobe? Was sind deren Hauptmerkmale? Beispielsweise, wie alt sind die Personen? Was für einen Schulabschluss haben die? Also soziodemografische Faktoren oder je nachdem, was Sie halt untersuchen wollen, können Sie basieren auf den Modellen, die Sie verwenden, um konzeptuell sich Themen zu betrachten. Wissen Sie ja, was sind wichtige Kenngrößen, um das auch beispielsweise dann mit einem nationalen Datensatz auch zu vergleichen. Wichtig ist, diese Statistiken beziehen sich insbesondere auf Ihre Stichprobe, also die Daten, die Sie selber erhoben haben. Wie beschreibt man das? Es gibt normalerweise in der deskriptiven Statistik drei wichtige Werte. Zum einen der Mittelwert, der die durchschnittliche Ausprägung einer Variable über die gesamte Stichprobe hinweg beschreibt. Dann die Standardabweichung, welches die Streuung der Verteilung innerhalb einer Variable betrachtet. Und den Median, das ist der Zentralwert, also der mittlere Wert, wenn Sie sich genau anschauen, okay, die mittelste Person, was für einen Wert hatte die für diese Variable. Sie werden auch sicherlich auf Gradecraft sehen, beispielsweise im Leaderboard, nicht im Leaderboard, aber es gibt quasi so etwas Ähnliches wie ein Leaderboard, wo Sie quasi Ihre eigene Punktzahl im Vergleich soziale Bezugsnorm mit Ihren Mitstudierenden sich betrachten können. Und da werden diese Dinge wie Mittelwert in einem Boxplot, was auch eine andere Art der Visualisierung ist, dargestellt. Sie sehen hier beispielsweise Verteilung der Körpergröße von Männern hier als ein Beispiel aufgezeichnet. Es gibt viele, viele Beispiele, wie deskriptive Statistiken aussehen können. Ich habe Ihnen
spannenderweise, weil Sie ja auch gerade die Evaluation gemacht haben, auch die Evaluationsergebnisse von unserem letzten Jahr mitgebracht. So etwas kriegen wir dann quasi von Ihrer Evaluation dann zurückgemeldet. Also das sind auch reale Ergebnisse von genau dieser Veranstaltung von vor einem Jahr. Und die Studierenden im letzten Jahr haben beispielsweise mit einem Mittelwert von 1,8 gesagt, dass sich die Veranstaltung für sie gelohnt hat. Standardabweichung ist 0,7, Median 2. Und Sie sehen quasi solche Informationen, reine deskriptiv, sind ebenfalls auch spannend, damit man halt bessere Einschätzungen auch treffen kann. Beispielsweise jetzt würde man in einer Forschungsfrage, wenn man so etwas als Forschungsdesign auch und als Forschungsstudie auffassen würde, würde man halt dann sich diese verschiedenen Variablen, die sie haben, dann auch genauer betrachten. Als ein Beispiel, wie so deskriptive Statistiken aussehen können. Okay, der etwas schwierigere Schritt ist jedoch die Inferenzstatistik. Also da Rückschlüsse zu treffen, inwieweit Hypothesen, die man sich bildet, dann auch auf die Gesamtpopulation auch zutreffen können. Wichtiger Begriff für Inferenzstatistik ist die Prüfung von Hypothesen. Und wenn Sie sich an den Prozesskreislauf erinnern, das ist auch mit der erste und der wichtigste Schritt. Wenn Sie eine Studie, eine diagnostische Studie durchführen, sind Sie daran interessiert, Hypothesen zu überprüfen. Und dabei wird immer von dem Vergleich von der Nullhypothese gegen eine Alternativhypothese betrachtet. Und diese Verallgemeinerungen, die dann mit Inferenzstatistik gemacht werden, werden dann bezogen auf die zugrunde liegende Grundpopulation gemacht. Dabei ist es wichtig, dass man sich dabei auch zu betrachten hat, okay, es gibt immer einen Fehler, den Sie machen, wenn Sie auf eine Gesamtpopulation schließen wollen, basierend darauf, wie Ihre Stichprobe gezogen wurde. Von daher, und das werden Sie auch schon häufig gehört haben, irgendwie das Alpha-Level oder die Signifikanzniveaus, das ist wichtig, insbesondere in Bezug auf Inferenzstatistik, weil diese jeweiligen Alpha-Niveaus geben Ihnen dann an, mit welcher Präzision Sie in gewisser Weise oder mit welcher Wahrscheinlichkeit die Nullhypothese beispielsweise abgelehnt wird. Das basiert auf der Normalverteilung und je nachdem, wie man diese Alpha-Niveaus festigt, kann man mit einer größeren Wahrscheinlichkeit sagen, dass Nullhypothese beispielsweise abgelehnt wird und damit die Alternativhypothese dann auch gilt. Jedoch ist es auch wichtig, dass nur wenn Sie das in einer Analyse herausgefunden haben, beispielsweise wenn Sie einen T-Test oder eine Regressionsanalyse gemacht haben, heißt es nicht unbedingt, dass was auch immer Sie finden, wirklich automatisch richtig ist. Und dass man, also richtig in dem Fall, dass Sie von Ihrer Stichprobe auf die Grundgesamtheit schließen können, gerade wegen dieses Fehlers, basierend auf der, wie Ihre Stichprobe auch gezogen wurde. Dies wird mit der Irrtumswahrscheinlichkeit Alpha bezeichnet. Im Regelfall schaut man sich das auf drei verschiedenen Niveaus an, auf dem 0,05 Niveau, auf dem 0,01, auf dem 0,05, 0,1.
0,01 und 0,001 Niveau. Und das sehen Sie dann auch häufig in Studienergebnissen. Also wenn Ergebnisse von Studien publiziert werden, werden diese Fehlerniveaus meistens mit Sternen gekennzeichnet. Also beispielsweise jetzt hier in dieser einen Studie, die ich Ihnen da mitgebracht habe, zu leserbezogenen Merkmalen in der PISA-Erhebung, wurde sich angeschaut, okay, die Lesefreude von Schülerinnen und Schüler am Gymnasium im Vergleich zu nicht-gymnasialen Schulen. Gibt es da einen signifikanten Unterschied, ja oder nein? Und Sie sehen jetzt da anhand der Balken, sehen Sie schon, okay, es gibt einen Unterschied zwischen den nicht-gymnasialen zwischen Schülerinnen und Schülern, die an nicht-gymnasialen Schulformen unterrichtet werden und Schülerinnen und Schülern, die an gymnasialen Schulformen unterrichtet werden. Und die Deskription davon sind die Balken und die Balkendiagramme. Und der Hypothesentest, der diese Fragestellung dann übersucht, das bezeichnet dann die Inferenzstatistik, die sich dann den Unterschied beispielsweise jetzt hier zur Lesefreude anschaut. Und dieser Hypothesentest hat jetzt in diesem Fall gezeigt, okay, der Unterschied, den wir sehen, ist sogar signifikant. Das heißt, wenn Sie zufällig eine weitere Stichprobe ziehen würden, hätten Sie wieder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Schülerinnen und Schüler, die eine höhere Lesefreude in dem Fall im Gymnasium ziehen, haben im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern, die an nicht-gymnasialen Schulformen unterrichtet werden. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man sich, wie man Inferenzstatistik durchführen kann. Ich habe Ihnen die zwei essentiellsten Analysetechniken will ich Ihnen heute sehr, sehr kurz vorstellen. Sie können über jede einzelne dieser Techniken wirklich von einem YouTube-Erklärvideo bis zu einem gesamten Studium oder ein gesamtes Berufsleben sich mit solchen Methodiken beschäftigen. Also die Tiefe, in die Sie da hereinsteigen können, ist grenzenlos. Die wichtigsten Verfahren Korrelation und Regression. Korrelation betrachtet dabei den Zusammenhang zwischen zwei Variablen, also wie stark zwei Variablen miteinander zusammenhängen. Und Regressionsanalysen sind auch Vorhersageanalysen in gewisser Weise, dass Sie insbesondere betrachten wollen, okay, wenn Sie verschiedene Merkmale haben, wie wahrscheinlich ist der oder wie groß ist der Einfluss von verschiedenen unabhängigen Variablen auf eine abhängige Variable. Dabei können Sie auch beispielsweise den Einfluss von anderen Variablen in solchen Regressionsanalysen betrachten. Beispielsweise in einer Moderationsanalyse, wo vor allem die Stärke der Beziehung zwischen zwei Variablen moderiert wird mit einer dritten Variable oder mithilfe von einer Mediationsanalyse, wo der Einflussweg von Variablen untereinander auch mehr betrachtet wird. Korrelation ist quasi dabei auch allgemein eines der zentralen Grundelemente und es bezeichnet den linearen Zusammenhang zwischen zwei Variablen. Der Korrelationskoeffizient wird auch zumeist mit R abgekürzt und er kann in der Regel Werte zwischen -1 und +1
annehmen, welche quasi dann betrachten, wie stark dieser lineare Zusammenhang ist. Also bei einem beim positiven Wert und auch beim stark positiven Wert findet eine positive Korrelation statt. Das heißt, je mehr von Variable x, desto mehr von Variable y. Wenn dieser Wert negativ ist, dann ist es je mehr von x, desto mehr von dem Umgekehrten von y. Oder es kann auch kein Zusammenhang bestehen, genauso möglich. Dann sind Variablen insbesondere auch voneinander unabhängig, oder man spricht auch davon, dass Variablen unkorreliert oder nicht miteinander korreliert sind. Genau, wenn die Werte halt plus 1 oder minus 1 einnehmen, dann sind sie auch perfekt korreliert und dann sind die beiden Variablen, die Sie betrachtet haben, auch quasi die gleichen. Aber der realen Welt passiert so etwas eigentlich nie, und wir werden uns auch betrachten, warum das so ist, etwas später. Genau, jo. Es gibt verschiedene Klassifikationen, um sich genauer anzuschauen, okay, die Stärke der Korrelation, also die Abhängigkeit zwischen zwei Variablen, wie stark ist das? Ist das viel? Ist das wenig? Eine der klassischen Klassifikationen, der klassischen Klassifikationsschemata ist von Cohen, was besagt, dass Korrelationen, die so ungefähr im Bereich von Punkt 1 liegen, geringe Korrelationen sind. Im Rahmen von Punkt 3 ist es so eine mittelstarke, so eine moderate Korrelation, und bei Punkt 5 oder mehr wird auch von einer starken Korrelation gesprochen. Sie können sich auch dabei die verschiedenen Messwerte auch grafisch auftragen, um dann auch betrachten zu können, okay, wie sind Korrelationen? Also wenn Sie den Wert einer Person auf einer Variable auf der x-Achse auftragen und auf der y-Achse dann die andere Variable, können Sie dadurch ein Diagramm erzeugen. Und allein wenn Sie schon auf das Diagramm draufschauen, können Sie auch schon sehen, okay, wie sind da Korrelationen, der lineare Zusammenhang zwischen den Variablen, und je nachdem, wie Sie da auch eine Gerade beispielsweise durch diese Punkte legen könnten, eine gefühlte Gerade in gewisser Weise, können Sie auch betrachten, okay, ist der Zusammenhang eher negativ, eher positiv, oder besteht kaum ein Zusammenhang, beziehungsweise wie stark ist dieser Zusammenhang? Ich habe Ihnen jetzt auch drei Beispiele mitgebracht, wo Sie im Chatfenster, ich will nämlich sehen, dass unser Chat auch mal komplett explodiert und eskaliert, drei Grafiken mitgebracht, und ich würde Sie bitten, in das Chatfenster Ihre Einschätzung von diesem Graph reinzupacken. Posten, ob Sie sagen würden, okay, es ist eher ein positiver Zusammenhang, der Korrelationskoeffizient eher größer als 0, ungefähr gleich, oder kleiner als 0. Also bitte in das Chatfenster jetzt reinschreiben. Ja, wir sehen auch schon einen klaren Trend hier. Okay, und ja. Genau, also wie Sie auch schon quasi im Chat sehen können, das ist ein positiver Zusammenhang jetzt bei diesen Daten, die wir da simuliert haben, ist der Korrelationskoeffizient 0,704. Okay, zweiter Graph. Wieder, Sie können sagen A, B oder C. Wenn Sie wollen, können Sie auch den Korrelationskoeffizient anhand der Bilder erraten. als zusätzliche Herausforderung. Logischerweise Korrelationskoeffizient
können eigentlich nicht wirklich erraten werden, aber sie können quasi so ein bisschen grob einschätzen, wie stark so Korrelationskoeffizienten auch liegen. Also bitte jetzt in das Chatfenster für das Beispiel 2. Aber quasi je häufiger und je mehr Sie solche Grafiken auch sehen, desto mehr kriegen Sie auch ein Gefühl für so Korrelationen. Von daher ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wenn Sie quasi eine Studie durchführen und auch viele Variablen erheben, dass Sie sich Variablen auch deskriptiv anschauen, die Verteilung von jeder Variable anschauen und auch den Zusammenhang von Variablen sich halt betrachten, beispielsweise über solche relativ einfach zu gestaltenden Diagramme. Es gibt dafür viele, viele Statistik-Software-Programme, die Ihnen dabei Hilfestellungen leisten können, so etwas relativ einfach auch zu plotten, weil je mehr Sie wirklich über die Variablen und über die Verteilungen wissen, desto besser können Sie auch entscheiden, wie Sie verschiedene Studiendesigns machen, was Sie vielleicht in den Analysen an Variablen hereingeben wollen, wenn Sie das nicht unbedingt schon modellgeleitet konzeptuell machen, sondern eher von einer explorativen Sichtweise herangehen. Okay, ich sehe schon sehr viele Bs im Chat. Der Korrelationskoeffizient hier ist 0,48, von daher B wieder komplett korrekt. Beispiel C, wieder gleiches Spiel. Ins Zoom-Chat-Fenster für diejenigen von Ihnen, die jetzt auf YouTube zugeschaltet sind. Sie verpassen leider gerade den grandiosesten Chat in der Geschichte unserer Vorlesung gerade, würde ich sagen. Genau, also ich würde Ihnen quasi, wenn Sie quasi selber Daten erheben, eine empirische Studie machen, beispielsweise im Rahmen ihrer Bachelorarbeit, dass sie sich auch dafür wirklich die Zeit nehmen, die Variablen, die sie betrachten, auch wirklich mit viel Ruhe auch genau anzuschauen, um auch solche Zusammenhänge zu betrachten. Okay, so Korrelationskoeffizient hierbei minus 0,530, also auch ein signifikanter negativer Zusammenhang. Was allerdings sehr wichtig ist, ist, dass nur wenn Sie eine Korrelation in Ihren Daten finden, heißt das nicht unbedingt, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen zwei Variablen besteht, weil es ist wirklich nur, also dass etwas von einem, dass eine Variable die andere Variable insbesondere bedingt und dass wenn etwas passiert, dann auch das zweite unbedingt passiert. Also ist es keine, wichtig, dass Sie gewissen Scheinkorrelationen nicht auf die Schliche fallen, weil es auch wirklich vielerlei andere Variablen geben kann, die so Einflüsse auch betrachten können. Beziehungsweise es gibt auch, also wenn Sie sich jetzt hier beispielsweise verschiedene Daten anschauen, je mehr Daten Sie auch haben, desto häufiger oder desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Scheinkorrelationen haben. Beispielsweise eine Korrelation, wenn man sich auftragen würde, okay, die Filme, in denen Nicolas Cage auftritt und die Anzahl von Personen, die ertrunken sind, weil sie, wenn sie in einen Swimmingpool gefallen sind, wenn Sie sich da diese Linien anschauen, können Sie auch sagen, okay, das ist auch sehr stark korreliert, aber dass da ein realer Zusammenhang zwischen den beiden Variablen besteht, klingt sehr unwahrscheinlich. Von daher
Das auch als weitere Vorsicht. Es gibt allerdings auch kausale Analyseverfahren, mit denen Sie beispielsweise mit einem Randomized Control Trial vom Versuchsdesign kausale Schlüsse dann auch ziehen können, dass Sie quasi über die Stufe der Korrelation auch hinausgehen. So, wir haben auch schon im Verlauf dieser Veranstaltung und auch der vergangenen sehr viel darüber gesprochen, okay, wie kann man denn betrachten, welche Verfahren sind gut, was sind Kriterien dafür, was ist ein gutes Messverfahren und wie kann so etwas überprüft werden. In der Regel haben wir drei Messgütekriterien, mit denen wir Verfahren evaluieren können. Das ist zum einen die Objektivität, die Reliabilität und die Validität. Diese drei Gütekriterien werden häufig herangezogen, um die Qualität von diagnostischen Verfahren auch zu evaluieren. Dabei Objektivität bezeichnet einen Test, wenn er das Merkmal, was dieses Instrument messen will, völlig unabhängig vom Testleiter oder vom Testauswerter misst. Also dass beispielsweise kein Desirability Bias kommt, den Sie beispielsweise bei Interviews auch haben. Es gibt da auch verschiedene Arten von Objektivität, die da betrachtet werden können, quasi Unterkriterien von dem größeren Konstrukt der Objektivität, unter anderem Durchführungsobjektivität, Auswertungsobjektivität und Interpretationsobjektivität. Durchführungsobjektivität beispielsweise, dass der Test immer gleich administriert werden sollte. Gleiche Zeitvorgaben, gleiches Setting, gleiche Fragen, gleiche Reihenfolge der Fragen und weiteres. Dann die Auswertungsobjektivität, auch viele spannende Beispiele dazu, zu Problemen bei der Auswertungsobjektivität habe ich auf Piazza bei den Reading Reactions auch gelesen. Beispielsweise Schulnoten im sprachlichen Bereich. Spannend, spannend. Dass Auswerter dieselben Leistungswerte ermitteln. Und dann Interpretationsobjektivität, dass unterschiedliche Auswerter auch zur selben Interpretation gelangen. Also was man auch beispielsweise, also beides kann man auch sehr viel kriegen, indem halt Standardisierungen vorgenommen werden, klare Normen und Regeln, wie Test-Items auszuwerten sind, um dabei quasi auch den Fehler auch zu minimieren. Dann Reliabilität. Ein Test ist dann reliabel, wenn er die Merkmale, die es messen soll, exakt misst. Das heißt ohne Messfehler. Dabei haben wir drei verschiedene wieder. Es gibt auch noch mehr, aber die drei wichtigsten: Retest Reliabilität, Paralleltest Reliabilität und innere Konsistenz. Eine Retest-Reliabilität ist, dass wenn Sie einen Test zu unterschiedlichen Zeitpunkten administrieren, er jedoch gleiche Ergebnisse geben sollte. Sollte eigentlich spannend beispielsweise, aber das, also Sie können sich vorstellen, je nachdem, was Sie messen wollen, manche Konstrukte sind inhärent auch stabiler als andere. Klassenarbeiten und die Chronodynamik der Menschen ist eine Klassenarbeit, die um 7 Uhr morgens administriert wird, von den
Ergebnissen genauso wie um 12 Uhr oder um 16 Uhr oder um 22 Uhr. Theoretisch, wenn ein Test bezüglich der Retest-Reliabilität reliabel oder möglichst reliabel sein soll, sollte dieser Test auch die gleichen Ergebnisse liefern. Chronobiologen würden da jetzt beispielsweise in diesem Beispiel auch noch etwas anders argumentieren. Paralleltest-Reliabilität, dass wenn Sie vergleichbare Tests haben, verschiedene Test-Items entwickelt haben, die das Gleiche messen sollen, dass auch ein ähnliches Testergebnis auch erzielt wird. Beispielsweise, wenn Sie in, bei Klausuren Gruppe A und Gruppe B haben, dass dann auch die Aufgabenschwierigkeit beispielsweise identisch ist. Innere Konsistenz ist vor allem, wenn Sie zu einem Konstrukt, wenn Sie beispielsweise ein soziales Konstrukt haben, was Sie nicht direkt beobachten können, haben Sie oftmals verschiedene Messe-Items, um dieses Konstrukt abzubilden. Und die verschiedenen Messe-Items, die dann ein Konstrukt abbilden, werden dann meistens auch zusammengefasst mit Hilfe von verschiedenen Analysetechniken. Aber die innere Konsistenz von all diesen Items, die quasi zu diesem einen sozialen Konstrukt zusammengehören, sollten auch eine möglichst hohe innere Konsistenz auch aufweisen. Dann Validität. Bezeichnet das ein Test, das misst, was er auch messen soll, also das Item, was der Test intendiert zu messen, dass er dies auch misst und nicht andere Items. Dabei verschiedene Beispiele, Inhaltsvalidität, Face Validity, quasi so die Augenscheinvalidität, also dass sie quasi aufgrund ihrer Erfahrungswerte sich anschauen können, okay, ist das etwas, das es auch wirklich gut messen kann? Konstruktvalidität und Kriteriumsvalidität, auch dabei, also Inhaltsvalidität, dass Ihr Test sämtliche Merkmale, die für ein bestimmtes Konstrukt wichtig sind, auch wirklich gemessen werden. Also wenn Sie beispielsweise Rechenleistung in der Grundschule betrachten wollen und alle Grundrechenarten messen wollen, dass Sie dann auch Items für alle Grundrechenarten verwenden und jetzt nicht irgendwie zwei von den Grundrechenarten weglassen. Dann Kriteriumsvalidität, dass es ein Test auch einen hohen Zusammenhang, eine hohe Korrelation mit einem Kriterium zusammenhängen soll, beispielsweise Hochschulzulassungen und Studienerfolg. Generell, was wir sehen, vorherige Leistung ist oftmals auch ein sehr guter Prädiktor für zukünftige Leistung. Und dann Konstruktvalidität, wenn Sie sich beispielsweise verschiedene Intelligenztests anschauen, dass ähnliche Tests auch zu ähnlichen Ergebnissen auch beispielsweise führen. Also Sie sehen, es gibt wirklich auch verschiedene Arten, wie Sie auch dabei die Validität betrachten können. Problem ist, dass wenn Sie sich die Inhaltsbereiche oder wenn Sie sich einen Test anschauen, manchmal sind leider nicht alle von diesen Gütekriterien erfüllt oder verletzt, wie bei einem Schwellenproblem oder Stichprobenproblem haben wir auch vorhin drüber gesprochen, je nachdem, wie Sie eine Stichprobe suchen. Hier ist ein Beispiel, dass Sie beispielsweise systematisch in unserem Beispiel jetzt irgendwie motiviertere Lehrkräfte für Ihre Untersuchung betrachten. Jetzt hier in dem Beispiel, wo Prüfungswissen abgefragt wird, dass da dass das Prüfungswissen mit dem Grundwissen nicht unbedingt übereinstimmt möglicherweise. Dann
auch beispielsweise, wenn Sie in der Schule sind, Vergleich von Noten, die aufgrund von unterschiedlichen Skalierungen sind. Prominentes Beispiel, die Abiturnoten zur Studiumszulassung zu verwenden. Klingt nach irgendwie der gleichen Skala. Problem ist, dass dass unterschiedliche Bundesländer unterschiedliche Wege haben, Abiturnoten zu berechnen beispielsweise. Ist es dann wirklich immer noch die gleiche Skala, obwohl es quasi augenscheinlich so ist? In gewisser Weise macht man dabei auch einen kleinen Messfehler, den man halt auch zu betrachten hat. Und genau so müssten Sie sich quasi für Ihre Studie wirklich möglichst viel auch Gedanken machen, okay, was sind die Schwachstellen und wie kann man Schwachstellen bezüglich dieser Gütekriterien dann vermeiden. Und wenn Sie quasi dies alles gemacht haben, die Untersuchung gemacht haben und auch gemerkt haben, okay, hey, die Entscheidungen, die wir getroffen haben, sind quasi, stimmen mit unseren Hypothesen ein oder stimmen mit unseren Hypothesen nicht überein und wir wollen die Ergebnisse publizieren. Im Regelfall durchlaufen Sie diesen Prozess, bevor es wirklich publiziert wird, 3, 4, 5 Mal. Forschung ist absolut ein iterativer Prozess. Und das ist auch wichtig, so, damit man sich wirklich Gedanken macht und auch wirklich gerade insbesondere der Gütekriterien halt betrachtet, wie man das mit jeder Iteration besser machen kann. Aber wenn Sie all dies gemacht haben, dann verfassen Sie normalerweise ein schriftliches Gutachten, wo Sie Ihre Studie vorstellen. Also das kann zum einen jetzt irgendwie beim PISA-Test Handreichung sein. In der akademischen Welt werden vor allem Studienergebnisse in sogenannten Zeitschriften publiziert, wo dann auch so Testergebnisse auch vorgestellt werden. Also von daher, wir haben wirklich viel kennengelernt, wie Sie quasi vorzugehen haben, um Hypothesen zu überprüfen, um methodisch zu Erkenntnissen zu gelangen, nicht auf subjektiven Einschätzungen fußen, sondern möglichst objektiv, reliabel und valide dann auch zu Erkenntnissen führen. So viel zum Mess- und methodischen Teil von unserer Vorlesung. Wie gesagt, Sie können richtig viele weiterführende Veranstaltungen belegen. In der nächsten Woche schauen wir uns wieder ein sehr wichtiges Konstrukt allgemein zur pädagogischen Psychologie an. Selbstregulation, mega spannend. Ich freue mich da schon richtig drauf und wünsche Ihnen auf jeden Fall auch eine gute Woche. Ich werde wieder verschiedene Breakout Rooms für Sie alle öffnen, dass wenn Sie quasi miteinander quatschen wollen, sich weiter austauschen wollen, Sie auch die Möglichkeit dazu kriegen und soweit. Ich habe mich gefreut, Sie hier und heute wieder alle begrüßen zu können. Und freue mich auch umso mehr, Sie auch wieder in der nächsten Woche zu sehen. Alles klar, dann soweit. Bis zum nächsten Mal.